Im heutigen Video geht es darum, wie du deine Webseite optimieren kannst. Und zwar optimieren wir heute unsere Webseite mit künstlicher Intelligenz. Ich werde ein paar Programme vorstellen, die das Ganze sehr erleichtern werden. Manche davon haben ein bisschen künstliche Intelligenz, manche sind einfach Standardprogramme, aber alle sind hilfreich, damit du auch als Einzelunternehmer deine Webseite selber optimieren kannst. Ich baue hier auf WordPress auf, aber du wirst sicher einige Tipps auch finden, die du auf deiner Seite verwenden kannst, wenn du nicht WordPress verwendest. Und so, was wir uns heute anschauen werden, ist, wie du deinen Blog am besten verwenden kannst. Jetzt wirst du sagen, okay, Blog, boah, das ist sowas von 1999. Ja, ist es. Aber ein Blog hat heutzutage auch noch sehr, sehr viele große Vorteile und es ist kein Zufall, warum die ganzen großen Webseiten alle einen Blog eigentlich noch immer besitzen. Ein Blog ist nämlich deswegen nicht zu unterschätzen, weil erstens natürlich, okay, Content. Du hast guten Content für deine Zielgruppe, für die Leute, die du ansprechen möchtest. Und wenn die Leute regelmäßig auf deine Webseite gehen und diesen Blog liest, kannst du eine Beziehung mit ihnen aufbauen, kannst dich als Experte positionieren. Du hast regelmäßig Traffic auf deiner Webseite, was wiederum ein gutes Signal ist für Google. Und was dir noch hilft, ist, dass du für diese Keywords rankst. Weil jeden Blogbeitrag, den du schreibst, ist ein Zeichen für Google, aha, deine Webseite könnte relevant sein zu diesem Schlüsselwort, zu diesem Keyword. Wir werden hier jetzt davon ausgehen, dass du schon ein gutes Keyword gefunden hast und einen Blogbeitrag schreiben möchtest. Ich mache das meistens so, also zuerst suche ich mal ein gutes Keyword, für das ich gerne möchte, dass meine Seite rankt. Ich werde das am Beispiel zeigen, der Seite missionwaves.com, eins meiner Projekte. Also auf missionwaves.com habe ich einen eigenen Blog, genau aus dem Grund, damit meine Seite besser rankt und besser auf Google gefunden wird. Und zwar habe ich hier unter Historisches und Aktuelles eben, siehst du schon einige Blogbeiträge und die meisten von denen sind tatsächlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entstanden. Also zum Beispiel, wie kann ich meinen Traumjob finden mit Infografik? Dann habe ich hier, warum es wichtig ist, eine Mission im Leben zu haben. Wie du deine Bestimmung findest, wie finde ich meine Berufung? Also du siehst schon, ich möchte hier für die Keywords Berufung, Bestimmung, Mission und Traumjob zum Beispiel ranken auf Google. Ich habe mir für heute das Keyword Lebensaufgabe herausgesucht, weil das, denke ich, noch ein sinnvolles Keyword sein kann. Was ich als erstes normalerweise mache, und das ist gleich das erste Programm, das ich dir empfehlen kann, ist noch nicht AI, aber ist sehr sinnvoll, das heißt answersocrates.com. Was du dort machen kannst, ist das Keyword oben eingeben, das Topic, dann das Land und die Sprache und dann auf Search klicken und dann siehst du hier die Fragen, die die Leute auf Google stellen zu deinem Keyword. Also zum Beispiel zum Thema Lebensaufgabe. Was können Lebensaufgaben sein? Was sind Lebensaufgaben? Was bedeutet Lebensaufgabe? Was ist meine Lebensaufgabe? Also das sind die Fragen, die tatsächlich gestellt werden. Und wir werden versuchen, in den Überschriften möglicherweise tatsächlich diese Fragen zu beantworten. Also tatsächlich die Fragen zu erwähnen und darunter die Antwort auch darauf zu geben. Weil dadurch wird sichergestellt, dass wir Inhalte haben, wonach auch unsere Leute, unsere Kunden suchen, also relevante Inhalte für unsere Zielgruppe auch produzieren. Und natürlich dann auch mit den relevanten Keywords auf Google auffindbar sind. Wir werden versuchen, ob das funktioniert, heißt auf Englisch Live Task, weil jetzt kommt die AI und die AI heißt HyperWrite.ai. HyperWrite.ai, da kann man sich kostenlos einen Account machen, starten ein neues Dokument, enter a descriptive title. Hier empfehle ich eben, eine dieser Fragen hier zu nehmen, also zum Beispiel, wie finde ich meine Lebensaufgabe? Also, das Ganze startet so, dass ich in diesem Dokument hier oben eben den Titel eingebe, dann klicke ich hier, dann kommt dieses Feld, wo ich noch unterscheide zwischen Fiction und Non-Fiction. Es ist Non-Fiction, weil es soll ein Sachbeitrag sein. Noch eine kurze Beschreibung. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist nur auf diesen Button hier klicken und die AI wird schon beginnen, einen Satz uns hier unten vorzuschlagen. Also zum Beispiel, I've been asked how I found my life's work. I never used to believe in the idea of a life's work. Das ist vielleicht ein guter Anfang. Okay. I never used to believe in the idea of a life's work or a mission.
But I do now. I don't know where it came from. I had to figure out what I'm good at. Und so geht's jetzt dahin, bis wirklich ein gesamter Artikel geschrieben ist. Manchmal muss man ein bisschen ausbessern, da kannst du einfach händisch reinschreiben und dann wieder draufklicken. Aber so kannst du im Endeffekt den gesamten Blogartikel dir eigentlich von der AI schreiben lassen. Also, fertig ist der Blogbeitrag. Man kann natürlich mehr schreiben, aber das reicht uns jetzt erst einmal und das hat circa 15 Minuten gedauert. Also wirklich sehr schnell, ein bisschen habe ich selber verändern müssen, aber das ist ja auch kein Problem. Der nächste Schritt ist, dass ich mir, weil es auf Englisch ist, das Ganze auf Deutsch übersetzen lasse. Dazu habe ich DeepL.com, ein Programm, das ich sehr gut empfehlen kann, weil Google Translate ist die eine Möglichkeit, aber DeepL macht das Ganze noch einen Tick besser, finde ich. Also ich habe jetzt mir bei DeepL.com das Ganze übersetzen lassen und schon kann ich das Ganze in meinen Blog einfügen. Ich bin hier schon in WordPress in meiner Blog-Einfüge-Seite und was ich dir empfehlen kann, ist auch ein Plugin für SEO speziell zu installieren, wenn du WordPress verwendest. Hier gibt es SEO Press oder Yoast SEO. Beide haben kostenlose Varianten. Ich habe hier SEO Press installiert und du siehst hier unten schon einen SEO-Teil. Hier werde ich den Titel gleich einfügen, nämlich wie finde ich meine Lebensaufgabe. Nachher können wir hier noch eine Meta-Beschreibung einfügen. Das ist das, was du in Google unten in der Beschreibung drinnen siehst und auch sehr suchmaschinenrelevant ist. Okay, wir fügen einfach den gesamten Text hier ein. Dann eben sehr wichtig noch Unterüberschriften einfügen. Also in diesen Überschriften sollten auch die relevanten Keywords drinnen sein. Also jetzt zum Beispiel können wir wieder machen 5 Schritte zu deiner Lebensaufgabe. Google liebt und auch das Internet liebt das, wenn du sagst 5 Punkte, 3 Punkte, 7 Schritte. Die richtigen Überschriften bis zu H3 sollten auch drinnen sein. Oben sollte eine H1 drinnen sein. A few inches later. Und eins muss klar sein, natürlich sind das jetzt nicht die besten Artikel und natürlich könnte man selber wahrscheinlich was viel Besseres produzieren. Aber ich würde sagen, um guten Content, halbwegs guten Content zu produzieren, ist die AI schon gut genug entwickelt. Okay, und fertig ist der Blogbeitrag. Die nächsten Schritte wären jetzt noch, ihn tatsächlich mit dem Plugin da unten SEO zu optimieren, also Suchmaschinen zu optimieren, hier eine Meta-Beschreibung reinzutun. Hier unten gibt es einige Punkte, die verbessert werden können. Dann noch ein gutes Thumbnail, also ein gutes Vorschaubild hier hineinfügen und veröffentlichen. Das heißt, ein Thumbnail noch am Ende einfügen und diesen Blogbeitrag natürlich über alle sozialen Medien teilen. Und mit alle meine ich Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Im Idealfall vielleicht sogar ein kleines Video machen und über YouTube, TikTok, Instagram Reels hinausschießen, weil je mehr Leute über die sozialen Medien darauf klicken und auch auf deine Seite kommen, desto mehr Signale bekommt Google und desto eher wird deine Seite insgesamt höher gerankt werden. So, das war eine kurze Einführung ins Blogging, wie du künstliche Intelligenz verwenden kannst, um einen Blogbeitrag zu schreiben. Wenn dieses Video sinnvoll war für dich, dann gib ihm doch bitte ein Like, klick auf Subscriben und teile es jetzt mit deinem besten Freund. Wir sehen uns im nächsten Video.